Hallo und herzlich willkommen zu, ich denke, das wird Folge 48 sein, hoffe ich. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich bin übrigens immer noch ein Mr. Wende 1950, der das hier spielen muss und total gezwungen wird. Ja, das Ding ist schon geil. Aber da gibt's gar nichts. Kurz was zu den Gameboy-Teilen, weil ich da ja angefangen habe beim letzten Mal. Also, es gibt im Prinzip vier. Castlevania Adventure. Ja, würde ich sagen, ist unterer Durchschnitt. Ich finde es nicht gut. Ich finde das. Bevor ich das mache, eben kurz erzähle ich den Satz eben zu Ende. Und ich bin nicht so ein Fan von. Bellman's Revenge ist okay. Ja, ich würde sagen, okay, es ist auch kein großartiges Jump-and-Run-Festival, weiß Gott nicht. Castlevania Legends ist mir absolut zu langsam. Und Kid Dracula muss ich euch unbedingt mal zeigen. Das habe ich tatsächlich für einen Zehner gekriegt. Ich bin total glücklich gewesen, dass ich das auch habe. Deswegen, ich habe alle vier in Anführungszeichen in der Sammlung. Das dürfte tot sein. Super. Tod ist eigentlich immer für Castlevania-Veteranen der Hinweis, nach Tod kommt eigentlich nur noch Dracula. Scheiße. So you've made it this far. Edge. In the name of your father, cease this foolishness. Not while there is breath in my body. Then, for the master, I'll feast on your soul this night. Du magst mich nicht, ne? Ja, yeah, ja. Ist klar. Alter Castlevania 1 Endkampf. Der ist der vorletzte Gegner bei Castlevania 1. Und eigentlich ist der Trick nur, sag ich mal, was heißt nur? Lachen Sie bitte jetzt. Sein Gesicht auszuweichen. Was neue Spielzeuge, wie ich sehe. Reicht. Ach du Scheiße! Bist du Cybertod? Ah, aber der Geist, was macht der? Assimiliert er den? Aber der scheint ihn auf jeden Fall zu schwächen. Was in dem Fall jetzt gar nicht so verkehrt ist, weil ich glaube nicht. Ich will mal in kurz hinter dir. Danke. Tod ist tot. So, Auge des Vlad. Was macht das Auge des Vlad? Schätze 1 und 5 Glück. Achso. Okay. Das läuft ja als Schätze. Okay. Ja, 5 Gegenstände gibt's. Ich glaube, das habt ihr schon irgendwie selber gemerkt. Da ist er tot. Und Achtung, dem Tod haben wir uns das Leben gekostet. Ah! So, gehen einmal kurz speichern und dann geht's weiter. Habt ihr mal einen schönen Kampf gehabt. So. Geht alle von mir weg. Ich habe den Tod besiegt. Das ohne Sheet. Das war relativ souverän. Aber das fiel sowieso auch eine Menge Leuten auf, aber das ist auch so. Dass in dem Schloss sind die Bossgegner nicht unbedingt die schlimmste Strafe. Also die blaue Venus da ist ja nun richtig geil. Alter, ich mag. Ja, ja. Habt ihr jetzt. Wollt ihr ein bisschen spielen oder? Also, Papa spielt ja gerne. Er macht auch tolle Let's Plays oder nicht, Papa? Achtung, soll ich einen ganz doofen Witz machen? Papa macht Let's Plays mit Biss. So. Yeah, du bist toll. Alter, das Spiel können wir jetzt gefühlt 3 Stunden machen und du gewinnst immer noch nicht. Okay. Das geht. Feuer gegen Feuer geht. Danke, das war's.
Einmal speichern und dann geht's weiter. Auf dem steilen. Ihr habt mich ja nach unten gedrängt, ne, ihr Schweine. Stimmt, da war ja was. Ihr könnt mich mal. Keine Zeit zum Spielen. Aber ich finde das witzig. Also wir sind echt gut dabei. Das ist jetzt schon die vierte Folge, ne? Das werde ich gleich sehen, wenn ich gleich die fünfte mache. Das heißt, dann habe ich die Aufnahmesession nämlich erledigt. So. Oh, jetzt mal zwei Treffer aus. Wie sieht eigentlich meine Kohle aus? Oh, kaum. 5000. Finde ich ja nix. Also Kohle grinden muss ich auf jeden Fall. Da weiß ich, was ich brauche. Da brauche ich den Dämon. Leg los. Schalter. There is a switch. Richtig. Perhaps I should press it. Das wäre eine super Idee. So. Ja, so ein Slogra. So beeindruckend seid ihr nicht wirklich. Ich glaube, die kann ich wegkloppen, wie ich will, glaube ich. Ah, komm. Jetzt könntest du dich auch mal beweisen, Super Dämon. So. Ja, natürlich nehmen wir das Geld mit. Weil wir brauchen ja noch richtig Schotter. Klar, dass das so aussieht. Grüner Tee. Also ich muss schon sagen, die Specials in dem Schloss sind aber echt totale Scheiße bis jetzt. Ich kann überhaupt nichts. Das ist echt Schrott. Das soll wahrscheinlich auch absichtlich so sein oder so, aber... Achso, ich habe Weihwasser. Ach, ich wollte schon sagen. Wo kommen wir? Hier kann ich, glaube ich, auch mal Weihwasser lassen. Was bringt der die weg? Aber was macht der da? Klamos, die wird mich nicht beeindrucken. Okay, die Dornranke, die ist nicht so spannend. Oh, der Dämon kämpft ja richtig. Macht er gut. Guter Dämon. Guter Dämon. Ist ja echt leckerli. So, wir haben den nächsten Teleporter gefunden. Das heißt, die Teleporter müssten wir einen Haken dran machen. Haben wir alle. Also ja, vielleicht mache ich das ja tatsächlich so. Weil ich habe ja Spaß an diesen Metroidvania-Sachen. Dass wir vielleicht ein bisschen mehr Metroidvania machen. Und ich sag mal, dank der Emulation kann man auch die ganz kranken Sachen mal machen. Was macht denn... Warum soll ich das...
wählen. Ja. Danke. Also Schrott. Gut, Level abgebrochen. Oh, Erdbeeren, die sind hier besonders lecker, glaube ich. Das ist schön, wenn er es selber macht. Finde ich klasse. Dämon finde ich witzig. Mal ein bisschen einsammeln. So, zwei Wege. Macht des Herrn. Was macht das? Okay, das heißt, ich bewerfe Leute mit dem Bild von Dracula, oder was? Warum auch immer ich das tun möchte. Ne, sieht nur so aus. Also ich spiele das hier, für die, die das wissen wollen, noch nicht mit irgendeiner Karte. Also wenn ich sozusagen hier relativ alles aufgedeckt habe und ich will dann das abräumen, dann hole ich mir natürlich eine Karte. Und wenn ich dann immer noch nicht irgendwie hier richtig abräume, dann werde ich euch sowieso fragen, was ich muss und tun, was ich tun muss. Ich glaube, der Satz ist besser, das andere ist hier eher Jura-Deutsch. Hallo, Hase. Okay, ich mag dich nicht. Warum kriegst du nichts ab? Schmeiß mal meine Katzen. Bin ich hier bei Postel oder was? Okay, die kann man nur erwischen. Was du bist, warte mal. Ja, natürlich. Weil was ein Scheiß. So, und das war ganz doof. Und yes. Und ich mag euch nicht. Aber ich glaube, das wird euch Scheiß interessieren, vermutlich. Jetzt wäre wahrscheinlich natürlich die Axt die richtige Waffe, denke ich. Okay, Nummer 1 ist tot. Du fällst jetzt auf. Der Dämon kann aber was tun, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Yes. Erledigt. Bin zwar total tot, aber hab noch eine. Ich bin weg. Die Stelle ist scheiße. Ich speichere nochmal und überlege mir, wie ich das hier gerade rette.